Am 3. November 2005 lud Bürgermeister Franz Hölzl 6 verdiente Polizeibeamte zu sich ins Bürgermeisterzimmer im Rathaus ein. In seiner Ansprache erklärte er, dass es ihm ein persönliches Anliegen sei, den Beamten dafür zu danken, was sie täglich zu leisten haben. Erstmalig wurden nicht mehr Gendarmeries, sondern Polizeibeamte für den Dienst am Bürger ausgezeichnet. Chefinspektor Adolf Harauer und Gruppeninspektor Johann Zittrauer wurden mit der Wappenplakette der Stadt Krems in Silber gegeben. Inspektor Johann Schwarzinger und die Revierinspektoren Walter Schaffhauser, Bernhard Plaschko und Robert Grasl wurden mit der Ehrennadel der Stadt Krems gewürdigt. Herzlichen Dank. Herr Magistratsdirektor, wie kommt man eigentlich so zu einer Auszeichnung? Es ist so, dass verdienstvolle Persönlichkeiten immer wieder von der Stadt Krems geehrt werden. Das ist eine jahrzehntelange Tradition. Herr Chefinspektor, wie fühlt man sich so mit einer Auszeichnung? Meine Güte, ich bin für mich geehrt, dass ich die Auszeichnung bekommen habe. Wie gesagt, ich bin 40 Jahre heuer bei der Exekutive, jetzt bei der Polizei, mache größtenteils also hier in der Stadt Krems Dienst. Angenehm überrascht, natürlich geehrt, keine Frage. Und es hebt eigentlich das Selbstwertgefühl selbst da. Ja, man, das ist immer ein freudiges Ereignis, wenn man so eine Auszeichnung kriegt und glaube ich für die Zukunft anspuren, dass man halt weiter in dem Beruf mit Ehrgeiz dahinter ist. Ich bin jetzt mittlerweile das dritte Mal bei so einer Auszeichnungsfeier dabei und ich finde, es ist ein äußerliches, sichtbares Zeichen dafür, dass die Kollegen Tag und Nacht die Arbeit machen. Und ich finde es eigentlich nicht als Selbstverständlichkeit, dass sowas abgehalten wird, sondern ich finde es wirklich richtig von Herrn Bürgermeister, dass er sagt, es gehören gewisse Leute vor den Vorhang, soll aber eben umgekehrt nicht bedeuten, dass die Leute, die heute nicht da eine Auszeichnung erhalten haben, jetzt schlecht arbeiten oder weniger arbeiten, sondern man kann eben nur bestimmtes Personal vor den Vorhang kehren.